Bam, bam, bam! Letzte Heimspiel in diesem Jahr und das war ein verrücktes Jahr. Und es war auch ein verrücktes Spiel. Es passt zu diesem Jahr, dieses Spiel. Es gab diese unglaublichen Spielzüge fürs 3 und 2 Halbzeit. Dann ist die Eintracht wieder ein bisschen die Eintracht, weil wir ein bisschen Schwierigkeiten geraten sind. Aber am Ende kann die Eintracht jetzt plötzlich, immer wenn es drauf ankommt, einfach eine Stufe höher steigen. Und ich muss sagen, Mika, wie siehst du dieses Spiel? Weil ich muss sagen, ich werde von Spiel zu Spiel sprachloser und so mehr Hacken. Kombinationstore, die Eintracht macht. Ja, ich finde, du hast es angesprochen, dieses Spiel spiegelt so ein bisschen auch uns Eintracht und unsere Entwicklung wieder. Also in dem Spiel hast du in den ersten 15, 20 Minuten, also da haben wir überragend gespielt und dann auf einmal hören wir auf, so zu spielen und da denkst du dir, wo ist es jetzt auf einmal hingegangen und dann verlieren wir Bälle, dann kommt Hoffenheim rein, dann bringen wir sie rein, kurz vor der Halbzeit, indem wir schlafen. Die kassieren Tore nur, weil wir schlafen, nicht, weil die Gegner besser sind. Und das spiegelt so ein bisschen auch den Verlauf des ganzen Jahres wieder. Wenn wir selber wollen, sind wir brutal, aber wenn wir selber nicht wollen oder ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, dann schlafen wir und dann bringen wir die Gegner ins Spiel. Du hast angesprochen, die Eintracht ist mittlerweile echt eine brutale Mannschaft. Die Eintracht ist eine brutale Mannschaft. Wenn du diese Aufstellung schon siehst vom Spiel, denkst du dir, Alter, wer spielt einfach alles in dieser Mannschaft? Und was reißen die da ab? Also über Kolo Muani habe ich das Gefühl, sprechen wir jede Woche, aber er hat es auch verdient, dass man jede Woche über ihn spricht. Was reißt dieser Typ ab? Du kannst ihn nicht vom Ball trennen. Klar hat er heute ein Tor geschossen, aber er hat auch zwei überragend vorbereitet. Und nochmal, immer wenn ich hier einen Einzelspieler raushebe, habe ich sofort ein schlechtes Gewissen. Weil ich denke, der muss ja auch noch gewinnen. Ja. Und dann würden wir hier, keine Ahnung, wie bei Wetten, dass die Sendezeit um 8 Millionen Stunden überziehen. Es ist Wahnsinn. Wir werden natürlich jetzt in den nächsten Wochen, gerade nach dem Einspiel, mal probieren, einen Schritt zurückzugehen. Dann in den Wochen drauf, diese Saison und dieses Jahr ein bisschen einzuordnen. Aber heute bleiben wir bei diesem Spiel. Wer ist für dich nach Muani vielleicht noch ein kleiner Player to watch gewesen? Auch wenn ich gesagt habe, das ist sehr, sehr schwierig. Ich sag's ja immer wieder, ich finde Kamada für mich ist also Wahnsinn. Der Mann ist ein Sechser mittlerweile. Er ist ein Sechser. Davor hätte ich den niemals auf der Sechs gesehen. Ich hätte niemals gedacht, dass der Mann Zweikämpfe führen kann. Und dann gewinnt er Zweikämpfe, räumt auf im Mittelfeld. Das hätte ich niemals gedacht. Also für mich ist der Mann unserer aktuellen Saison echt Kamada, weil der eine Entwicklung genommen hat wie unsere Eintracht, wo du denkst, woher kommt das? Aber trotzdem, dann, dass du Ebimbe auf der rechten Seite hast, der auch so krass performt, auch erst jetzt frisch rausgekommen, ja, habe ich mich gefragt, warum spielen wir nicht von Anfang an, wo wir uns überlegen, ja, wir haben keine Außenspieler, wir müssen auf den Außen Leute verpflichten und dann kommt so ein Ebimbe und performt auf der Außenbahn. Aber um deine Frage zu beantworten, für mich ist Kamada der Mann. Tatsächlich, es gibt viele Leute, die sagen, Kamada ist mit einer der besten Bundesligaspieler sogar zurzeit. Aber nochmal, du hast Ebimbe angesprochen, auch Knauf muss man ansprechen, der dann auf der linken Seite für ihn fremd das auch gut gemacht hat. Du hast die Abwehr, die wieder stabiler steht. Jakic bis zu seiner Verletzung, beziehungsweise hoffentlich nicht starke Verletzung, aber bis zu seiner Auswechslung, auch wieder überragende einzelne Szenen. Du hast bei der Eintracht momentan das Gefühl, alles funktioniert. So, und eine Trapp-Parade im Spiel ist auch immer wieder da, wo er dann quasi die Situation rettet. Und jetzt kommt, glaube ich, tatsächlich auch die Polizei, natürlich bei den aggressiven Hoffenheim-Fans, die heute hier im Stadion sind. Aber nein, diese 20 Mann, die heute da waren. Nach so einem Spiel fällt es mir ein bisschen schwer, das alles zusammenzufassen. Und ich brauche vielleicht auch einen Krankenwagen. Weil am Ende ist das wirklich dieses Jahr alles ein bisschen viel. Hoffentlich geht es der Person gut. Das ist alles ein bisschen viel. Weil diese Entwicklung halt in dieser Hinrunde schon kam. Wir haben uns ja gegen Wolfsburg wirklich schwer getan, aber das wirkt wie weggeblasen. Und ich will es nicht sagen, weil ich ja eigentlich immer derjenige bin, der antizyklisch redet. Das heißt, wenn es schlecht läuft, sage ich, Leute, beruhigt euch. Und wenn es gut läuft, sage ich auch, Leute, beruhigt euch. Aber ganz kurz, nächstes Spiel mit 15.000 Leuten in Mainz. Wenn du das erfolgreich bestreitest und parallel Union Berlin und Freiburg eventuell unentschieden spielen, Junge, wir sind Vierter, ja, aber wenn das passiert, was ich gerade gesagt habe, dann ist die Eintracht noch weiter oben für 2 Monate und ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich dann unter Weihnachtsbaum atmen soll. Schreibt immer in die Kommentare, ob ihr aktuell noch atmen könnt. Wir sehen uns natürlich nach dem Mainz-Spiel nochmal und dann auch in den nächsten Wochen mit Folgen, wo wir probieren, das ein bisschen besser einzuordnen als jetzt, weil am Ende ist das alles unfassbar. Eintracht Frankfurt, vielen, vielen Dank, was ein Jahr. Danke. Pam, pam, pam. Für mich hat es da eigentlich gezeigt, was der Fußball hauptsächlich ist, sehr, sehr anstrengend. Ich meine, jeder weiß, was da passiert. Es war ein unfassbares Spiel. Also von der ganzen Dramatik her unübertroffen, glaube ich. Für mich ist es ein ganz anderes Gefühl, im Stadion zu sein und diese Emotionalität mitzubekommen. Weil da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich kann wenigstens schreien, ich kann was tun. Ich hatte schon überlegt, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Aber natürlich, da war ja noch dieses kleine Pokalfinale in Berlin.